Hallo und herzlich willkommen zurück zu. Wie heißt es noch gleich? Konflikt Globus. Tut mir leid, ich bin noch etwas übermüdet. Foley, du kommst mit uns, alles klar. Brad und Paul, alles cool. In den Dreck mit euch. Nix da, hallo. Ah, verfehlt. Deswegen habe ich Foley dabei. Foley kann was. Wenn auch nicht immer, aber ab und zu kann Foley was. Wenn man dann auch noch durch den dichten Busch sehen könnte, wäre das noch perfekt. Okay. Während die zwei sich da als Torschützen beweisen, heizen wir doch einfach mal mit den anderen zwei hinterher. Wir sollten kein Misch zusammenfahren. Wir gucken ihm jetzt einfach zu. Okay, wir spielen lieber selber. Man sollte halt was sehen, nicht? So. Jetzt folgen wir mal ausnahmsweise alle. Warte mal. Da haben wir es. Polis Muni wird langsam mal knapp. Foley, der Killer, einfach eiskalt. Blöd, Mann. Wir nehmen mal die Verbandskästen mit. Handgranate, weil es immer gut ankommt. So. Okay, Brad. Schauen wir doch mal. Na, krieg schon. Natürlich. Wahrscheinlich Bradley, wenn du ihn nicht kriegen würdest. So, Achtung, da oben. Ein Hubschrauber, der uns jetzt noch nicht interessiert. Kommt erst später. Irgendwas läuft hier ganz gewaltig schief. Okay. Connor, schnapp dir. Connor schnappt sich Foley. Der interessiert nicht mehr. Foley Connors, ihr überwacht die Straße hier. Jones, du verpfeifst dich. Ah, da kommen die Jungs. Sonst noch jemand? Andy, halt's Maul. Jetzt aber. Handy gecrashed, das heißt, mein scheiß Timer ist gecrashed, verdammte Kacke. Ich habe mich verfehlt. Was nochmal Glück gehabt.
dich habe ich verfehlt. Aber ansonsten, naja. So geht scharf schießen. Nicht so wie in COD rumrennen und quickscopen. Total unrealistisch. So. Brad möchte übernehmen. Jones. Du kommst jetzt mal. Ah, da liegt noch ein Dragunov. Wie viel hast du noch auf der Scheibe dämpfen? Ja, bleibt mal bei der Lauten, ist doch egal. Falsche Richtung. Wir wollten eigentlich den Jeep holen. Bradley hält die Stellung. Jones holt jetzt Foley und Connors ab. So. Und dann rücken wir mal so langsam vor. In späteren Missionen wird meine Spielart noch ganz schlimm. Wahrscheinlich liegt an der übertriebenen Anzahl an Gegnern. So, Connors, Foley. Auf den G. Unser Brad liegt da oben. Jungs, wir gehen mal weiter und holen uns jetzt noch Killbonus für Tarneinsatz. Haha. So, was haben wir hier? Hier haben wir Dinge, die Jones gehören. Jones. Also Jungs. Jones. Jones, du bist ein Hero. Nicht. So. In Position. Zieh voraus, zieh voraus. Jones, du sollst eigentlich bloß den Scheiße mitnehmen. Und dann soll Connors mal gucken, dass er seinen Arsch darüber bewegt. Jungs, tut wozu ihr ausgebildet wurdet. Jungs. Und jetzt kommt man Bradley einfach beim Snipern zu. Okay, die Jungs übernehmen das. Dann übernehmen wir das jetzt mal. Sonst noch jemand? Da würde ich sagen, machen wir einen Abdampfer. Jones, du bist zurück am Jeep. Roger. Nicht, dass ich jetzt zünde und Jones geht drauf. Ich bin hier fertig. Mir nach, mir nach. So. Wir fatzen mal den Rest des Zeugs da. Das brauchen wir. Wir haben was wir brauchen. Okay, wir heilen uns erstmal hier. Jones, Connors, Connors, Brad, nimm mal die da in die Hand.
Connors, du gibst ihm jetzt dein RPG, er wird ihn brauchen, nimmst die für ihn mit. Jones, du, Connors und Foley, ihr geht mal oben lang. Bisschen strategisches Denken ist jetzt hier vonnöten. Jeder, der ein bisschen logisch denkt, kann sich wahrscheinlich denken, was jetzt kommt. Brad geht als Scharfschütze einfach mal über die Straße. Bis hierher. Kämpft sich dann hier hin. Und fängt ganz zu streiten. Sichern Sie den Checkpoint. Roger Control, wir sichern den Checkpoint. Naja, eigentlich müsste so laufen. Jones! Roger. So. In Position. Da meine Jungs cool sind, schaffen die das auch. Ich muss ihnen jetzt trotzdem was zumuten. Jungs, Abmarsch. Roger. Foley, Bradley, nimm mal den da raus. In Position. Wir hören ihn schon, den Helikopter. Okay, Jungs. Ihr kommt jetzt alle mal da runter. Brad, du legst mal dein RPG da hin. Foley, du kriegst jetzt erstmal hier die da. Foley gibt ab seine K mit der ganzen Muni, dass Brad die kriegt. Connors, du gibst ihm das zurück. Ob es noch lohnt, wissen wir noch nicht. Das war's, Junge. So, Munition müssen wir gut aufteilen. Die werden wir im nächsten Level brauchen. Okay, Jones. Brad, da liegt noch was für dich. Ich bin hier fertig. Okay, das machen wir uns drei Uzi-Heinis und Marta drauf. Manchmal ist ein AK-Heini ab und zu mal was anderes. So. Mir nach, mir nach. Team versammelt. Bradley? Army Commendation Medal verliehen. Hurra, die Army Commendation Medal. Sie werden befördert. Staff Sergeant Bradley. Jones? Achtung, es wird lustig. Ah, es geht eigentlich von der Erfahrung her. Connors? Connors, komm. Mhm. Foley? Ja, gut. Erfahrung ist halt nicht alles. Wir gehen mal weiter. Die Drogenfabrik wurde in den Berg gebaut. Alle Zugänge sind schwer bewacht. Infiltrieren Sie die Verteidigungsanlagen und dringen Sie in die Basis ein. Zerstören Sie alle Drogenapparaturen in der Fabrik mit C4. Wir müssen diesen Laden endgültig stilllegen. Sichern Sie das Helipad, damit keine Verstärkung landen kann. Bradleys Lasermarker muss noch irgendwo in der Fabrik sein. Finden Sie den Lasermarker, um die Ethanoltanks für den Luftschlag zu markieren. Carl Mandel steht unter Verdacht, mit den Drogendeals internationale Terrorgruppen zu finanzieren. Er muss festgenommen und zum Verhör gebracht werden. Gehen Sie mit Mandel auf diesem Weg zum Abholpunkt. Ein Black Hawk wird Sie von dort ausfliegen. Foley, was hast du für uns? Zwei im Visier. Soll ich sie ausschalten? Negativ, Foley. Komm zurück. Wir machen das zusammen. Komme schon. Die erwarten uns sicher. Zur Hölle. Damit rechnen die nicht.
Okay, Coca-Blätter gehen rein, hochgradiges Koks kommt raus. Das ist der Plan. Wir gehen rein und jagen die Bude in die Luft, ganz einfach. Genau wie Connors. Leck mich. Wir müssen den Lasermarker zurückhaben. Er ist da drin, irgendwo, also nicht wahllos da rumknallen. Er meint dich, Connors. Leck mich auch. Könnt ihr das mal lassen? Wir müssen den Typ unbedingt schnappen, für den sich Control interessiert. Ihr habt seine Fresse im Briefing gesehen. Lasst ihn ja nicht entkommen. Ja, wie die Jungs Connors mobben, ist einfach lustig. Okay. Viel zu tun in dieser Mission. Foley, gib ihm mal deine Pistole und nimm seine mit. Brad, du gehst auf deine Beretta mit Schalldämpfer. Killbonus für Tarneinsatz. Jetzt bewegt er sich auch noch. Na komm, komm, ich krieg dich schon. Sag ich doch. Ich glaube, der hat mich gesehen. Ja, Jungs, sieht aus, als ob wir da jetzt rein müssen. Na toll. Ganzer Plan im Eimer. Heinz, eigentlich sollte man dich nur mal wegkicken, hey. Foley, mach mal. Hallo? Sieht schlimmer aus. Okay, wir sind im Feindgebiet. Bleibt zusammen, Leute. Okay, dann. Gucken wir mal, dass wir da jetzt mal was reißen. Brad, nimm die andere. Hallo? Ich finde, die ist vielleicht genauer als die Kay. Na los. Gib mal die Mine. Ja, ja, ist doch was Feines. So ein gepflegter Sturmangriff. Brad, was kannst du überhaupt? Jetzt reicht's mir. Könnt ihr den mal... Macht Lärm! Position halten! So. Klettern und klettern und nochmal klettern und runter da jetzt. Nimmst den 4 mit. Sesam, öffne dich. Jones, komm da rein, hol die Uzi. Mir nach! Mir nach!
Hier geht weiter. Die anderen Räume beinhalten keine wichtige Munition mehr, deswegen. So, hier nochmal. Jones ebenfalls. Jones kriegt jetzt halt sau viel Muni. Ja, nein. Aua. Geschickt geworfen, würde ich sagen. Foley, klar meine Kills nicht immer. Voll der Kill-Stealer. Ein paar Flashbangs, ein paar Granaten. Okay, cool. Okay, da müssen wir hin. Was haben wir hier? C4-Ladungen, nehmen wir mit. Verbandszeug, nehmen wir auch mal mit. Connors, du bist dran. Nimm die AKPK mit. Fast 1000 Schuss, das wird reichen. Dankeschön. Olli, wo bist du? Was tust du denn da hinten? Jones. Jones. Ja, los Jungs. Jones, Connors. Ich laufe lieber selber mit den Jungs. So wie ich die kenne, laufen die überall hin, bloß nicht so wie sie sollen. Gut gemacht, Team Rot. Schön, dass man einfach nicht sieht, wenn man mit der 80 drum rennt. Jungs. Okay, Foley, komm her. Nimm die mal mit. Connors, du musst ihm die... Ne, du musst gar nichts. Du schnappst du Jones und Foley und ihr geht mal da lang. So, wir laufen jetzt ein bisschen einen längeren Weg. Hier, ihr wisst, wo wir sind. Aber das spielt ja keine Rolle. Wie es den weggehauen hat. Wir bleiben jetzt mal brav hier stehen, Brad. Du kletterst schnell da hoch. Das ist Mantel. Holen Sie sich den Kerl neben Team Rot. Neben! Ah, lieber springen runter, als mich von so einem Brandfass erwischen zu lassen.
Ganz ehrlich, das ist mal eine ganze Deckung im Arsch, aber egal. Connors, warum kommst du mit deinen Freunden nicht raus? So. Connors. Einmal. Brad geht vor die anderen drei. Naja. Ich ergebe mich. Feuer einstellen. Ja, ja. Weiche. Wenn du irgendwas versuchst, lege ich dich mit meinen eigenen Händen um. Connors, du hast ja noch den Raketenwerfer in der Hand. Gut. Ha, alles gesichert. Perfekt. Boah. Sehr schön. Lasermarker geborgen. Lasermarker mitnehmen. Bewegung, den Arsch mitnehmen. Sehr also, gut. Brauchen wir nichts. Danke, okay, Jungs. Ab zur Landezone. Der Rest ist Wurst. Wir haben einen Panzer gewonnen-hittet. So, ich sehe schon auf den Lasermarker. Luftschlag markiert. Jungens, 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 Anmarsch, Anmarsch, Anmarsch. Folgen Sie dem Pfad etwa 500 Meter. Ja, ja. Ein Transporter ist unterwegs. Alles klar, cool. Verschwinden Sie jetzt. Sie können nicht entkommen. Beeilung, der Funkverkehr nimmt zu. Da kommen noch mehr von denen. Ihr habt den Mann gehört. Team Rot, Bewegung. Ready? Sie werden befördert. Sehr schön. Jones? Sehr schön. Connors? Gut, wir sehen uns. Ich würde sagen, ja, sehen wir uns in der nächsten Folge. Nicht, dass ich jetzt 30 Minuten aufnehme oder so. Also, bis zum nächsten Mal bei Conflict Global Storm. Bis dahin, auf Wiedersehen.